Und damit sind wir auch schon wieder zurück mit Halo. Es geht direkt los. Oh. Ich hab direkt gestartet. Was denn Scheiß? So. Das hat mich selbst ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Also, es ist sehr, sehr aufwendig, diese Dateien zu bearbeiten, sagen wir es mal so. Ist noch derselbe Tag übrigens, ich werde es über Nacht spielen, auch wenn ich morgen arbeiten muss, ist egal. Ich habe festgestellt, ich kann die Dateien, wie sie rauskommen, nicht verarbeiten, leider. Was kriegt man denn jetzt? Perfekt. Meistens sieht er mich. Warten wir mal ab, was der Elite macht. Ich glaube, der läuft nach links. Dann müssen wir es halt so machen. Ich dachte, ich kriege ihn noch. Schade. Hätte ja sein können. Ich rechne nicht damit, dass ich jetzt von hier komme. Upp, das war schlecht. Wenn ich dann merke, dass ich immer schlechter werde, sollte ich dann ausmachen spätestens. Weil wenn man zu müde wird, funktioniert ein Shooter überhaupt nicht. Obwohl ich sagen muss, ich habe mal mit einem Resident Evil 5 gespielt, im Koop-Modus. Wir waren beide total übermüdet, bis früh um 6 ging das. Wir waren total betrunken. Es hat wunderbar funktioniert. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Wir haben es bis zum Ende durchgespielt, auf einem relativ hohen Schwierigkeitsgrad dann noch. Wir haben es geschafft. Profi hat dann gar nicht mehr hingehauen, weil wir dann wirklich sowas von am Arsch waren zum Schluss. Aber es war ganz gut. Übrigens nur diesen Pfeilen folgen. Ist ganz gut gemacht. Nahezu idiotensicher. Interessant. Die Witterung sieht natürlich aus, nicht künstlich. Das Umweltsystem des Rings nicht richtig funktioniert? Oder ob die Konstrukteure das miserable Wetter beabsichtigt haben? Vielleicht war es für sie ja gar kein miserables Wetter. Hier ist Feuer Team Zulu. Wir brauchen dringend Unterstützung, egal woher. Hört mich jemand? Ende! Dass in diesem Teil des Rings noch menschliche Streitkräfte sind? Cortana an Feuerteam Zulu, ich höre sie. Die kommen wieder. Hier Cortana, Position halten, wir sind auf dem Weg. Deshalb lohnt es sich, die abzuschießen. So. In den Dingern ist übrigens immer eine Elite drin. Auf die Knie, du Hund. Hey! Mist. Oh Mann! Das hat so gut hingehauen, dann muss ich meine große Fresse aufreißen und dann... Ach ja, das war die Stelle, wo... das Glas hier geht kaputt. Out, out, out. Ah, ich bin vor dem Schild. Ah. Das Beste, was euch passieren kann, ist, wenn die in die Dinger reinlaufen. Weil dann sind sie einfach sowas von am Ende. Ich würde euch auch übrigens nicht raten, an Anfang in diese Geschütze zu gehen. Die haben zwar ein bisschen mehr Bums als normale Waffen, aber ihr könnt nie, ihr kriegt jeden Treffer ab. Und das ist es einfach nicht wert. Da kommt wieder hoch, oder? Ja, wusste ich's doch. Immer diese Veteranen. Ach. Die ist auch nicht hundertprozentig genau, die Pistole, leider. Und euch ist bestimmt auch schon aufgefallen, dass mit jeder Waffe die Nahkampfangriffe anders aussehen. Hoppla. Mit dem Plasmagewehr schlägt er von oben nach unten zu. Mit dem Nadler zeige ich euch auch mal gleich. Zack. Und wieder rein. Pistole und Maschinengewehr sehen wir häufiger. Scharfschützengewehr ist ähnlich wie die Schrotflinte tatsächlich. Die haben wir noch nicht gesehen. Die Plasmapistole wiederum ist anscheinend so kaputt, dass man damit nur so zuschlagen kann. Direkt mit der Faust, mit der bloßen. Es macht keinen Unterschied, wie mit welcher Waffe ihr zuschlagt. Der Schaden ist bei allen gleich.
So, wenn ich mich recht entsinne, ist das die Stelle, wo der einen Kopfschuss kriegt. So. Wo später ein Goldner da hinten auf uns wartet. Ich glaube, hier unten sind noch welche. Das meinte ich. Das da ist, wenn ich mich recht entsinne, heißt der Ornithanome. Oder Oriatanome oder so komischen Namen hat der gehabt im Buch. Auch er hat natürlich keine Chance gegen den Master Chief gehabt. Wer schießt denn hier? Ist ja ernsthaft wieder einer ins Geschütz gegangen? Bei Granaten müssen wir aufpassen. Ja. Deshalb liebe ich die Pistole. Die Zielgenauigkeit ist so gut. Und die Streuung ist wiederum so gut, dass man nicht so hundertprozentig präzise sein muss. Ist nicht so schlimm wie bei einem Scharfschützengewehr, aber Scharfschützengewehr hat halt mehr Schaden. Aber die Pistole macht meines Erachtens mehr Schaden als Maschinengewehr an und für sich. Aber in einer brenzlichen Situation schieße ich nicht gut genug. Okay, kann zumindest keiner in den Rücken fallen, das ist gut. Das klingt nach Elite. Oh, Geheimdienst. Ist echt komisch. Also, wie gesagt, ich höre das alles immer ein bisschen versetzt, den Ton. Es ist für mich nicht weiter tragisch. Wenn ich nicht drauf achte, merke ich es teilweise schon gar nicht mehr so richtig. Es müsste langsam wieder so weit sein, dass wir... Ab und zu findet man tote Marines mit Munition da zum Beispiel. Da ist auch immer ein bisschen Leben dabei. Da können wir unsere Pistole aufladen. Vielleicht aber auch nicht. Doch. Anders kommen wir auch nicht an Splitterbomben und ähnliches. Tja, so geht's einfach. Weil einfach ist. Auf Legendär müsst ihr euch dieser Technik bedienen. Anders werdet ihr es nicht schaffen. Auf Legendär seid ihr auch auf viele Waffen angewiesen, die ich jetzt hier ungern nutze. Der Nadler zum Beispiel ist super gegen Elite. Habe ich ja schon mal erwähnt. Solltet ihr einfach einsetzen. Soll ich euch mal einen Trick zeigen? Ach nee, komisch. Wollte ich euch mal einen Trick zeigen? Es gibt ein paar Lifts, die sind so schnell, wenn ihr da springt, sterbt ihr unterwegs, bevor ihr... Also fallt ihr ungefähr so schnell wie der Lift und dann fallt ihr nach unten und sterbt. Naja, hat jetzt nicht geklappt. Klassischer Vorführeffekt. Ich glaube, mit der Waffe schlägt man am schnellsten zu. Habe ich mit dem G36 beim Bund auch mal ausprobiert. Es geht super. Wie gesagt, nicht schießen. Sobald der erste Schuss fällt, sind wir enttarnt. Normalerweise halten die Elite doch Wache. Gucken wir mal, ob wir den kriegen. Unten auf dem Radar sieht man es. Ist vielleicht ein bisschen langweilig für euch. Aber ich würde das schon gerne strategisch angehen. Weil ich wette auch, der Master Chief würde nicht einfach reinstürmen. Das wäre das Dümmste, was du machen kannst. Er bewegt sich nicht mehr, glaube ich.
Auf legendär solltet ihr das tun. Die blauen, der hier müsste ja auch ein roter sein, da gibt es so gut wie gar keine blauen. Da gibt es nur rote und goldene. Und das wird euch sowas von ankotzen. Weil jeder von denen ist eine Schwierigkeit an sich. Schakale schlafen auch nie. Häng ich gerade ein bisschen fest. Okay. Achso. Ich wollte sagen, war die Serien gestorben, aber ich vermute mal glatt, das war die Granate. Lalalala. Nehmen wir einfach mal so nebenbei mit. Gar kein Problem. Das lief auch ganz gut. Sollte immer so laufen. Wenig Stress. So. Ist der schon mal weg? Ich werde beschossen. Autsch. Das war ein Race-Panzer. Da sollte man eigentlich immer drauf achten, dass der einen möglichst nicht erwischt. Mal schnell her. Schnell, 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 schnell. Ich brauche ein paar Leute. Jetzt sind die sowas von tot. Das ist ein Ghost. Die werden wir später öfters noch fahren. Die sind sehr, sehr gut. Um Gegner zu ärgern vor allem. Mist, hier gab es einen Scharfschützen, glaube ich. Wir müssen eigentlich nur aufpassen, dass der Race uns nicht trifft. So, der da links, wenn die so leuchten, immer Energie aufgeladen. Also wie wir gesehen haben, diese Race-Kanone, das sind ihre Panzer, der hat mich gerade mal so gestriffen, kann man sagen. Und er hat mich fast umgebracht. So. Fuck. Das war eigentlich echt blöd gerade. Naja, egal. Versuchen wir gleich nochmal. So. Ich muss versuchen, da ist irgendwo ein Scharfschütze, glaube ich. Den sollte man versuchen zu kriegen. Vielleicht habe ich mich aber auch geirrt. Au. Rein da. Seid ihr bescheuert? Komm. Komm her, Mann. Ich könnte einen Beifahrer gebrauchen. Dann stirb halt hier. Leck mich am Arsch. Habt ihr es gesehen? Das war ein aufgeladener Schuss. Und der hat relativ wenig Schaden an mir gemacht. Also der hat gar keinen Schaden gemacht. Der überlebt einfach nur den Schild. Mehr macht er nicht. Hätte der Race mich vorhin nicht erwischt, dann hätte ich die Plasmagranate überlebt, weil sie nicht an mir geklebt hat. Am Ziel bleiben. Schieß einfach. Du hast endlos Muni. Da kannst du so viel schießen, wie du willst. Probier mal. Schieß doch mal in die andere Richtung. Da ist ein fetter Panzer. Gefällt dir als Ziel nicht? Offenbar ja nicht. Gib mir einen Zielwinkel. Willst du mehr? Keine Angst, da steht zwar hinten noch ein Ghost, den man fahren kann, den werden wir aber noch fahren. Der schießt gerade aber echt scheiße. Ruhig halten.
halten. Er schießt nämlich so gut wie gar nicht. Oh, Mist, den hätte ich voll überfahren können. Oh, oh, oh. Oh, da hat man aber echt Glück. Schön dranbleiben. Wie schmeckt dir das? Wie schmeckt dir das? Schieß doch mal! Okay. Am Ziel bleiben. Den können wir auch mit normalen Waffen zerstören. Wir sollten aber versuchen, nicht getroffen zu werden. Dann ist unsere Crew nämlich schnell tot. Ich liebe diesen Job. Gib mir ein Ziel. Und nicht zu nah rankommen, dann können wir nämlich nie mehr ausweichen. Schieß doch mehr! Du willst mich aber verarschen! Ah, das gibt's doch nicht. Also, den Ghost nehmen wir mal schnell. Das Beste, was ihr machen könnt, aussteigen. Oh, da gibt's eine Bazooka, die brauche ich jetzt aber nicht unbedingt. Der Ghost ist perfekt geeignet. Also, wie ihr sehen, oben links, der Ghost hat eine Lebensanzeige. Oh. Und diesmal, wie ihr gerade gesehen habt, der Ghost kriegt erst Schaden. Bevor wir Schaden kriegen, es sei denn, wir werden direkt getroffen. So, das war der Waste. Der war aber schon ziemlich schwer angeschossen, sagen wir es mal so. Es war irgendwie klar, dass er so lange rummehrt, bis ich irgendwann doch mal getroffen werde. Übrigens, wenn der Ghost zerstört wird, sterben wir auch. Das heißt, wir sollten aussteigen, bevor es soweit kommt. Nach Möglichkeit. Das gibt's doch nicht. Ja, die Plasma gerade an. Ab geht's. Hallo? Gott sei Dank, Sie sind es. Ist das ein Feind? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe das Gefühl. Was sollte das denn? Der hat mich jetzt umgebracht. Ist der bescheuert? Er ist es. Weißt du was? Stirb! Idiot. Du bist ein Idiot. Raus da! Du hast mich gerade umgebracht, du Hirni. Was war das denn für eine Aktion? Ja, danke. Du kannst ihn wiederhaben. Boah, ist das ein Rindvieh? Macht er mir... Klärt er mir einfach den Ghost. Oh, ist doch kein Problem. Oh, das ist ja... Ich dachte, das ist unsere. Hoppla. Das ist das Gute, wenn ihr einen Scharfschützen habt, wie ihr gerade seht. Sie können ein was. Sie können richtig gut schießen. Das sind die besten Beifahrer, die es gibt. Also wirklich einen besseren Beifahrer können wir nicht kriegen. Den Rhino nehme ich tatsächlich sehr ungern. Aber ich nehme ihn jetzt erstmal. Da gibt es nichts zu gucken. Oh nein, der ist der Skorpion, Entschuldigung. Mach es platt. Oh. Dieser Idiot hat mich umgebracht. Können wir den überhaupt nehmen? Ich überlege gerade. Wir haben Maschinengewehr und den. Endlos Munition. Hey, das hat voll verzogen. Wir kriegen aber wie gesagt den ganzen Schaden. Ja, der Scharfschütze macht es nicht mehr lang. Wenn er stirbt, dann hole ich mir einen Ghost. Einfach besser. Weil ich, wie gesagt, also hier bei diesem Panzer hast du echt das Problem, du kriegst den ganzen Schaden ab und das ist ein riesengroßes Ziel. Aber er haut richtig rein. Hier habe ich aber keinerlei Chance mit dem Ding, wenn ich ehrlich bin. Steig mal lieber aus. Ich wusste nicht, dass das jetzt schon kommt.
Da brauche ich auf jeden Fall einen Ghost. Das schafft man mit einem Rhino nicht. Also man kann es schon schaffen, aber da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich draufgehe. Ich kenne mich. Und nach Möglichkeit nehmen wir auch nicht so einen, der schon mal umgeschmissen wurde. Die können zwar noch gut sein, aber die Dinger, die stehen, sind besser. Übrigens, die können nicht kaputt gehen, solange keiner drin sitzt. Die kriegen erst Schaden, solange jemand drin sitzt. Wenn keiner drin sitzt in den Dingern, gehen sie sich kaputt. So einfach ist das. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Ist einfach so. Der Scharfschütze ist eigentlich ganz gut, dass er noch lebt. Mit dem Warthog hätten wir es hier vielleicht schaffen können. Ich hätte mitnehmen sollen. Ach, was soll's. Es geht auch ohne. Am Tunneleingang stehen Panzer der Allianz zur Verteidigung. So. Da haben wir Nummer 1. Das müssen wir ein bisschen aushalten. Die sind nämlich ziemlich gut gepanzert. Im zweiten Teil haben die noch ein MG unten dran, ein Plasma-MG. Dann sind sie so richtig hässlich, weil sie dann auch gegen die Panzer, gegen den Ghost ganz gut bestehen können. Schießen können wir endlos. Wir haben hier keinerlei Überhitzung bei der Waffe. Das war dein Fehler. Meine hält meistens ein bisschen mehr aus, weil die nicht so in der gleichen Frequenz schießen wie ich. Man kann permanent schießen, das machen sie aber nicht. Deshalb bin ich da ein bisschen stärkere Fahrer. Selbst bei Legendär. Der Scharfschütze könnte noch leben. Aber ehrlich gesagt war das sau dämlich. Der hätte lieber auf andere Ziele schießen sollen. Eigentlich müssen wir ja gar nichts weiter besiegen. Alle Gegner, die noch sind, können es eigentlich erstmal egal sein. Ich glaube, die Geschütze sind auch noch besetzt. Früher habe ich den mal erschossen. Die habe ich vergessen. Oh. Erstmal ein bisschen ärgern. Oh, das war schlecht. Das war besser. So. Nehmen wir den noch mit. Solange es geht, sollte man die Sachen mitnehmen. Im zweiten Teil kann man mit denen auch beschleunigen. Das geht hier leider nicht. Aber solange man beschleunigt, kann man nicht schießen. So, wer mag noch ein bisschen? Also, der haut schon ordentlich rein. Wenn man einen einigermaßen guten Fahrer hat mit einem Benji, ist das sehr hässlich für den Gegner. So. Habe ich gerade Benji gesagt? Ich meinte auf jeden Fall Ghost. Im Zweifelsfall immer auf die Dinger schießen, auch wenn es nicht rot angezeigt ist. Da sitzt für gewöhnlich immer einer drin oder er geht rein. Zu Helden spielen. Trottel. So, lange macht das auch nicht mehr, der ist schon im Gelben. Wir haben ihn schon halb zersägt. Oder besser gesagt, die haben ihn schon halb zersägt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwo runterfahren. Das geht ganz schnell. Oh, das ist ein Hunter. Das ist wiederum etwas problematisch. Wenn auch nur temporär. Ich glaube, den haben wir gerade überfahren.